Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, auf Facebook oder auch auf Instagram, wenn ihr uns dort verfolgt, sind wir ab jetzt zu dritt unterwegs. Dabei ist die liebe Annette, der Glenn und auch der Michael. Also wir drei werden jetzt die Weltmeere befahren. Und euch nebenbei auch noch bespaßen. Genau, wir nehmen euch mit. Jetzt sieht es so aus, als ob es losgeht. Die Koffer sind gepackt. Vier Koffer haben wir diesmal. Also ungefähr 90 Kilo Gepäck müssen nach Amsterdam. Ja? So, die Annette ist auch schon soweit. Ja, völlig fertig. Völlig fertig. Ja. Und da ist unser Geburtstagskind. Jo. Und das ist auch soweit. Ja, kann's losgehen. Kann's losgehen. Sehr schön. Hallo. Ja, wo sind wir denn schon? Wir sind in der Hochbahn-Metro am Frankfurt Flughafen. Jawohl. Wir wollen jetzt uns einen Corona-Test unterziehen. Und hoffen, dass der negativ ist. Ja, ja, das wird wohl. Sag doch mal was. Die Corona-Teststation. Alle winken. Soweit. Vielleicht. Ist bald los. 5 Uhr. Wir hoffen, dass der Flieger geht. Ja, leider. Wir hoffen auch, dass wir mitkommen, weil Glenn und ich haben noch keine Bestätigung vom Corona-Test. Genau, mein Corona-Test kam um 18 Uhr gestern von Glenn und Annette. Der ist leider immer noch nicht da. Das wäre ja auch langweilig, wenn mal nichts passiert. So, wir haben tatsächlich das Gepäck abgeben können. Zwischendurch hieß es mal, Annette und Glenn können nicht mitgenommen werden, weil sie keinen Corona-Test haben. Aber dann hat sich das noch geregelt und jetzt geht's zur Sicherheitskontrolle. Ist nichts los hier, es ist schon erschreckend. Wir sind angekommen. Hallo. Hallo. Oh, ich hätte auch gerne kurz Hose. Es ist ganz schön warm hier. Warm hier, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob der Corona-Test da ist. Er ist anscheinend da. Ah, that's good.
Also Corona-Test angekommen bei Annette. Wir haben es geschafft, der Corona-Test ist angekommen. Wir sind durchgekommen. Wir brauchten beim Zoll, nur der Glenn musste seinen Rucksack aufmachen, ansonsten war es das. Aber der gute Mann hatte auch keine Lust. Ah, okay. Also wir sind in Panama. Wir kommen nicht mehr raus. Es ist auch richtig warm hier, ne? Findest du? Ich würde sagen, mir steht der Schuppen. Ich weiß, ein bisschen auf der Stirn. Kann man stehen. Wir haben das Auto vom Budget Car übernommen. Hat ein bisschen gedauert. Wir sind uns mit dem Preis noch nicht so ganz einig. Aber das werden wir irgendwie noch regeln. Ja, es gestaltet sich schwierig. Das Hotel, was wir gebucht hatten, ist zu. Also da war überhaupt gar keine Möglichkeit reinzukommen. Dann haben wir noch mal schnell das Hilton gebucht hier. Sind da hingekommen, ist zu. Das Astoria, da wurden wir dann hingeschickt, ist komplett ausgebucht. Und jetzt sind wir im La Panama und haben hoffentlich das Glück und kriegen hier noch ein Zimmer heute. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, in einer Weltstadt wie Panama, dass man kein Hotelzimmer kriegt. Und die Buchungsportale, die wissen das angeblich auch noch gar nicht. Also das ist schon unbegreiflich. Wir haben also gestern noch im El Panama ein Zimmer bekommen mit zwei King-Size-Betten für $88 inklusive Frühstück. Ich habe ganz gut geschlafen, allerdings durch die Zeitverschiebung bin ich natürlich schon seit 5 Uhr morgens hier wach und hoffe, dass es jetzt gleich um 8 Frühstück gibt. Dann machen wir uns auf zur Naval Marina, kaufen unsere Batterien. Und also da ja Corona ist, gibt es das Frühstück an den Tisch geliefert. Schön in Plastikverpackung. Plastikbesteck. Plastikbesteck. Also wie war die Meinung? Das Wurstzeug, Wurstzeug hier, kein Plan, was das ist so ziemlich komisch. Aber mein Ei ist ganz geil, weil das ist ordentlich flüssig. Genau. Das Ding, das ist richtig süß. Ja, die zum Stecken. Kann das sein, dass das diese Weizenwurst ist? Diese... Nach 800 Metern rechts auf dem Weg nach Buenaventura fahren wir jetzt eine Umleitung. Die Panamericana ist gesperrt. Was ist das denn? Sie sind alle nicht abgefahren mit den LKWs, ne? Vermutlich. Abendstimmung bei Jeffrey auf der Terrasse. It's so hard to tell. With no beard, you always look that younger. So. What is your tip? I mean, with the beard. What is your tip? I was like 56. No, I'm, whoa. 63. I'm 55. I'm 63. Yes. Pack die in die Wäsche, weil das ist die stinkt. Okay. Heute ist Montag. Wir sind jetzt schon die dritte Nacht hier bei Jeffrey im Apartment. Er hat uns freundlicherweise hier aufgenommen. Annette und ich haben ein Zimmer. Glenn hat ein Zimmer. Wir haben unser eigenes Bad. Also das ist super. Danke Jeffrey, dass wir hier wohnen dürfen. Wir werden wahrscheinlich noch eine Nacht hier bleiben. Und morgen haben wir dann die Limelight soweit, dass wir da draufziehen können.
Ihr bleibt jetzt da, ne? Bitte. Schlapphorn. Und die Kleinen sind auch. Und da ist das Pony. Wildlebende Pferde hier. So, die Annette, die hat tatsächlich einen neuen Ofen gekriegt. Den haben wir vor 3 Monaten geliefert bekommen aus Kanada. Und heute versuchen wir ihn dort reinzukriegen. Wir sind guter Dinge. Irgendwie schon. Er muss hier unten wahrscheinlich anpacken, ne? Den Arm raus. Nimm mal den Arm raus. Ich nehme meinen Arm mal raus. Ich habe da hinten rechts ist eine Schraube, glaube ich. Ja, der ist. Und da pupft dagegen. Der geht gar nicht rein. Der geht nicht rein. Zumindest nicht gerade. Also. Scheiße. Der muss, müssen wir, diese Halter können wir ja ein bisschen höher machen. Ja, das könnte man machen. Dann können wir versuchen, den hier rauszunehmen. Ja, das war ein Satz mit X. Er ist zu lang. Scheiße. Und ich habe gestern festgestellt, passt ja leider der Ofen nicht rein. Müssen wir da eine Ecke abnehmen, damit der Ofen da springen kann. Ja, weil wir Kakerlaken an Bord hatten, haben wir unser Schiff ausräuchern lassen mit 2 chemischen Keulen. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt alle Oberflächen abwischen müssen, alles rauspacken müssen. So viel Spaß. Und alles reinigen. Und natürlich regnet es draußen und dem Glenn ist nicht warm. Nein. Nein, ich bin also, gerade durch den Regen gerannt, deswegen bin ich so nass. Genau, und alles, was er unten abgetrocknet hat, macht er mit seinem Schweiß wieder feucht. Gut, das ist sich auch lohnt. Einmal macht es ja keinen Spaß, genau. Nur abzutrocknen. Braucht ihr ein Feuerzeug oder schafft ihr das alleine? Der neue Ofen ist eingebaut. Das Sägen hat funktioniert und die Annette, die testet jetzt. Zum ersten Mal. Ja. Yeah. Allerersten Mal. Und dann gibt es hier nur noch die besten Sachen. Gibt's auch so. Warum funkt denn der immer bei beiden? Der ist an. Ja, der sitzt nicht richtig drauf links. Schön. Schön. So, Annette. Freude über Freude. Mehr Jubel, wir brauchen mehr Jubel. Sauber. Eine Flamme geht. Die andere reparieren wir jetzt noch. Ventus hat tatsächlich unsere alten Batterien ersetzt, also wir haben das Geld auf unser Konto bekommen und haben uns jetzt hier in Panama neue Batterien gekauft von Giant, jeweils 245 Amperestunden. Leider waren die fast doppelt so teuer. Jetzt versuchen wir die hier einzubauen. Ist das so? So. Okay. Ja. Dieses war verdammte Scheiße. Von vorher schon. Ey, weil die jetzt auf dem GFK liegt, ne? Nee, weil die nicht hier auf dem Brett. Weil die hier, aber die liegt viel höher. Eine, die liegt unten auf dem. Ja, auf dem Kabel. Auf dem Kabel. Okay, ich heb an. Du ziehst Kabel. Ja. Die 95 Kilo sind schon ordentlich. Ja. Hier mal kurz 190 Kilo Batterien reingetragen. Ja, die sind ganz schön schwer. Das reicht auch einmal. Das reicht auch einmal, ja. Dann dieser Pröppel hier da rein. Alle Bezüge.
wurden gewaschen und müssen jetzt wieder mühevoll auf diese Schaumstoffmatratzen aufgeknüttelt werden. Aber wie ihr seht, schwitzen wir nun nicht. Alle haben Spaß dabei und lächeln bei der Arbeit. Wir haben es heute auch angenehme 32 Grad. Glück, dass wir nicht können. Könnte auch 35 haben, wäre schlimmer, oder? Ja. Ach, aber guck mal, das ist doch ein Team, hä? Ja, und so sieht das dann aus, wenn das wieder richtig bezogen ist. Unten herrscht immer noch Chaos. Aber das werden wir heute hoffentlich auch noch hinkriegen. Und da sind sie alle, Mann, am Werkeln, schwer beschäftigt, einräumen, sauber machen. Da wird geschrubbt und verpackt, was das Zeug hält. 20. Oktober. Ich werde jetzt die Ersatzteile von der Ankerwinch einbauen und hoffe auch die Schrauben, die ich abgedreht habe, dort rauszubekommen und sie zu erneuern. Leider funktioniert hier beim Glenn im WC der gute automatische Wasserhahn nicht mehr. Deswegen Glenns erste Aufgabe, den Hahn wechseln. Yeah! Naja, wenn es nicht so warm wäre, dann ist auch alles ganz einfach. Aber deswegen ist man ja hier. Genau. Und die Annette, die versucht immer noch Stauraum zu finden. Hast du was gefunden, Annette? Nein, nicht. Nicht? Nein. Okay, also alles, was über ist, kommt über Bord. Ja, alles weg. Ich habe das jetzt aufgenommen. Ja, ja. Ne, weil meine Sachen sind ja alle verstaut schon. So, das ist jetzt schon der zweite Versuch. Zweite. Dritte? Ja. Okay. Weil die Dichtungen immer wieder nicht funktionieren. Können wir testen? Ja. So. Ich höre immer noch kein Jubeln. Guck mal, ein Licht. Was brauchst du? Ein Licht. Ich habe so nasse Finger, ich merke es gar nicht mehr, wenn da noch mehr Wasser drauf kommt. Dankeschön. Hält! Super! Erfolgreich! Aber jetzt werden die neuen Ersatzteile verbaut. Aber es geht. Neue Passfeder, neue Spannscheiben. Alles schön gefettet. Dann wird das Ding wieder funktionieren. Alles zusammengebaut, die Teile haben alle gepasst. Jetzt kommt noch unten der Kettenabstreifer dran und dann wird das Ding wieder eingebaut. Dann wollen wir mal schauen. Alles eingebaut, bis auf die Kette. Jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren, ne? Oh, das läuft ja super. Oh, das ist eine wahre Freude. Da leider unsere neuen Batterien ca. 8 mm höher sind als die alten, passen jetzt die Bodenbretter da nicht mehr drauf. Und jetzt haben wir uns da was einfallen lassen, um die alle um 1 cm zu erhöhen. Und dann sieht das hier natürlich schon wieder so aus. Alles wieder ausgeräumt. Alles steht hier im Salon. Solange bis wir das Problem erledigt haben.
Und der Glenn, der bereitet jetzt diese Leisten hier vor. Die hat uns ein Tischler gemacht. Die kommen jetzt auf die Seiten, auf die Wände. Und dann ist das hoffentlich genug Platz für die Batterie. We'll see. Ja, aber du sollst nicht das ganze Holz volltropfen. Ich bin Mühe. Das muss doch schon mal vorimprägniert werden. Sitzt, ja. Achso, das ist Imprägnationsschweiß. Genau. Ah, okay. Ah, das sieht gut aus. Ja. Wir haben diese Leisten jetzt da drunter gemacht, so dass sich das Ganze um ca. 1 cm anhebt, damit das nicht mehr hier auf diesen Polen aufliegt. Heute wird das große Abschiedsbarbecue vorbereitet. Mega. Ja, und jetzt wird hier unser köstliches Mahl bei Jeffrey verspeist. Das war Jeffrey, der da kurz im Bild war. So, Flussüberquerung. Wir warten natürlich darauf, dass die Annette hier ins Wasser fällt. Genau. Heute gibt's dritte Grad Verbrennung für die Nachbarn. Dritte Grad Verbrennung. Ah, nur um den Grill mal. Nur für uns. Nur für uns. Heute gibt es nämlich Barbecue hier bei Achim. Nein, es gibt bei uns Breifleisch. Auf Südwesterdeutsch nennen wir das oder auf namibischen Deutsch Breifleisch. Bratfleisch. Ah. Von Afrikaans. Okay. Breifleisch. Wir nennen von machen heute Abend einen Brei. Das ist das Südwesterdeutsche. Ah. Ja, da sind wir mal gespannt. Wow. Yeah, well done. Well done. Kill the night vision. Kill the night vision. The only the only Australian movie I've watched was Wolf Creek. Well, it's horrible. It's just such a shitty movie. Yeah. Panama 2020. Yes. Yeah, perfect. So, heute vorletzter Tag hier in Buenaventura. Wird nochmal geshoppt hier am Fruchtmarkt. Das sind leider nur zwei Stände, aber da links sind alles Fischstände. Da gibt es alles an Meeresgetier, was man sich so wünscht. Wir sind mit dem Bus-Shuttle von der Marina hierher gefahren. Der fährt zweimal in der Woche, am Donnerstag und am Samstag und ist kostenlos für die, die in der Marina liegen. So, wir haben eingekauft. Das Auto ist voll. Ja, da fährt ein. Ah ja. Yeah.
ma fait un ton, mon la voix, mon l'effet ou connaît.